Und jetzt aus Ippenbüren, einer kleinen Stadt zwischen Riesenbeck, Westerkappeln, Püsselbüren und Hörstel, der Wiege der Legenden, der Mann, der 10 Jahre lang als Don Juan bei den Winnetou-Festspielen in Bad Mergede brilliert hat und sich für vieles zu gut und für noch mehr zu schade ist. Der Mann, dem kein Bissen ein Weg zu weit ist. Bitte begrüßen Sie mit einem tosenden Applaus Colin Gäbel. Ja, schön. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Tja, Mensch, das ist ja großartig. Mann, ist das schön hier. So viele schöne Gesichter. Dankeschön. Ein paar nicht ganz so schön, aber das seht ihr mir sicherlich nach. Toll! Habt ihr eine gute Zeit hier auf der Gamescom bisher? Wunderbar. Dann bewahrt euch das, denn ich kann euch nicht versprechen, dass es mit guter Laune hier weitergehen wird. Also für mich schon. Denn für mich steht das bevor, worauf ich mich schon die ganze Zeit gefreut habe. Ich habe heute Morgen ein sehr knappes, ich glaube, man sagt in professionellen Kreisen dazu, Business-Frühstück genossen. Das besteht aus kalter Butter, auf leidlich aufgebackenen Brötchen, mit so ein bisschen schön, ihr kennt das so, dieses Rührei, wo man nicht weiß, ob es aus Pulver angerührt oder ob das direkt so aus dem Euter gequetscht wurde. Also nicht schön, aber ich habe bewusst wenig gegessen, weil ich genau wusste, wenn Löffelmesser Gäbel ansteht, dann muss der Magen leer sein, damit die nötige Verzweiflung in mir einsetzt, diese ganzen Köstlichkeiten heute hier auch angemessen zu gebührend feiern zu können. Das wollte ich sagen. Schön, dass ihr alle am Start seid. Wer von euch hat denn hier auf der Messe schon was gegessen? Oh, da sind aber einige mit dem ganz dicken Geldbeutel hier angereist, ne? Warte mal, wo haben wir denn hier mal ein Mikrofon? Da muss ich doch mal kurz gucken. So, was hast du denn schon Gutes gehabt? Veganer Falafel-Wrap. Oh. Veganer Falafel-Wrap. Veganer Falafel-Wrap, da denkt man, da kann man nicht viel falsch machen. Okay. Was ist denn das? Ja, für 8 Euro ein bisschen Eisbergsalat, ein paar Falafel, die Soße war nice. Okay, also 8 Euro ist natürlich nicht ganz günstig. Wer hatte was anderes? Wer hatte noch was? So, was hattest du? Ich kann dir das Mikrofon leider nicht rüberwerfen. Das macht die Krankenversicherung nicht mit. Jumbo-Pommes? Warst du frisch aus dem Elefanten geschnitten, oder wie? Ah. Joppi-Soße und Röstzwiebeln. Joppi-Soße, das ist doch als quasi die Grenzen in Europa runtergezogen wurden, ne? Wurde das quasi literweise in den Tankwagen aus den Benelux-Staaten zu uns rübergekarrt. So, bin ich gespannt. Ich weiß nämlich gar nicht genau, was auf mich heute zukommt. Ich weiß nur, dass es um Messeessen geht und nicht um die edlen Buden, ne? Die zwischen den Ständen um die Gunst eures Geldbeutels buhlen. Da, wo man verschiedenste Köstlichkeiten von den guten alten Asia-Boxen über die Pommes mit Currywurst teilweise dezent überteuert erstehen kann. Nein, heute widmen wir uns dem, was man in den Messehallen selbst bekommt. Und ich muss sagen, mir läuft das Wasser schon im Mund zusammen, denn ich habe eine Erfahrung mit dem Messeessen hier und die war immer sehr schön. Das sind die guten alten Messe-Frikadellen. Das sind so Überraschungstäter. Du siehst da diese kleinen braunen Buben in ihrem Fettbad schwimmen, warten auf Käufer, manchmal auch einen halben Tag. Aber sie werden nicht schlechter. Sie kriegen dann so eine schöne, außen knusprige Hackfläche. Das Fett, das kurz sagte, komm, wir haben Feierabend, zieht sich wieder zurück, weil sie denken, es ist Feierabend. Und wenn man Glück hat, und ich hatte bisher immer Glück, dann findet sich da kein Knorpel. Und deswegen bin ich guter Dinge, dass die Messe selbst, dass Köln sagt, das, was wir in unseren diversen Restaurants anbieten, das muss vom Allerfeinsten sein. Und darum geht es heute. Oh. Okay, die Vorfreude ist da. Aber wenn ich schon lese Schnitzel mit Sternchen, dann heißt das mit Pommes, oh, Sauce Bernays, sag mal, wo habt ihr das? Okay, mit Sauce Bernays, Leute, man kann hier Pommes und Schnitzel mit Sauce Bernays kaufen, das ist schon mal richtig gut. Pfeffersoße, alles kostenpflichtig addiert. Wir werden uns einem Curry widmen für 13,90 €, Bolognese für 16,50 €, Currywurst für 7 Euro. Ja, man muss spielen. Spannend. Und Nudeln vegan 15,90 € und ein Salat vegan 13,90 €, muss man schon ein bisschen was mitbringen. Ist nicht ganz günstig, die Erwartung entsprechend besonders hoch. Habt ihr denn schon gesehen, was ich für ein schönes Shirt hier anhabe? Ja,
Das ist nämlich unser offizielles Rocket Beans Shirt für dieses Jahr. Wir haben ja zu jeder Gamescom immer so ein exklusives Shirt, was man nur hier bekommt. Könnt ihr euch natürlich holen. Kommt bei uns vorbei am Merch-Stand in Halle 5.2. Da stehen auch immer mal Leute für uns, die sich quasi das Grinsen eingefroren haben, um für eure Fotowünsche und gute Laune einfach da zu sein. Ich bin am Samstag auch da. Insofern kommt gerne rum. Da gibt es schöne Sachen, zum Beispiel dieses tolle Shirt. Ich finde es großartig. Und toll finde ich auch, dass wir mit Samsung in diesem Jahr einen richtig schönen Partner haben, die es uns ermöglichen, die größte Gamescom zu feiern, die wir jemals mit Rocket Beans gefeiert haben. Zum Beispiel, Größe ist auch das Thema bei dem Fernseher. Darf es vielleicht ein bisschen mehr sein? Wenn ihr Bock auf eine neue Glotze habt, dann ist vielleicht der Samsung 98 DU9097 was für euch. Ein 4K Smart TV. Wisst ihr eigentlich, wie groß 98K sind? Nicht K, sondern Zoll. Ich weiß, wir rechnen ja alle zöllig, ne? Schatz, was hast du zu bieten? 7 Zoll. Es klingt gut, aber niemand weiß, ich schweife ab. Also, 98 Zoll, das sind 3 Zoll mehr als 95 Zoll. Und ihr wisst, letztes Jahr waren 95 Zoll, da haben alle, das ging ja durch die Medien, ne? Da wurde darüber diskutiert, Hashtag 95 war das ganz große Ding. 2024 darf es aber ein bisschen mehr sein, 98 Zoll. Und wenn ihr Bock habt, dann könnt ihr ihn natürlich bis zum 2. September, wie auch andere Samsung-Aktionsprodukte, mit dem Rabattcode Gamescom24 für 10% günstiger erstehen. Und das ist doch toll. So, jetzt machen wir aber weiter. Jetzt starten wir mit dem, weswegen ihr hergekommen seid. Und ich habe mir was überlegt. Ich hoffe, ich erinnere mich selber dran. Unter dieser Glocke und in diesen Schatullen, da lagert das, was wir bisher hier nur in Schriftform sehen. Und ich bemühe mich, hier sauber die Ware zu trennen. Um Bedürftige unter euch, du nicht, du hast dich ja schon vollgeschlagen mit dem guten Zeug. Wenn ihr Lust habt, gebe ich diese Heißwaren gerne weiter. Und ich sehe doch schon, wie einige direkt Schürzchen und Messer und Gabel rausholen. Fantastisch, gut. Ich geselle mich jetzt hier mal an den Tisch zu mir selbst. Und freue mich sehr auf das erste Gericht. Ein Schnitzel mit Pommes, Sauce Bernays und Pfeffersoße. So, du rechnest mal eben kurz, was das in Summe macht. Oder ist es tatsächlich... Nein, das kann doch nicht sein. Wenn ich die Beilagen von 16,90 Euro abziehe, dann ist es ja ein Sparschnitzel fast schon. Okay, egal. Ich bin sehr gespannt. Vor allem diese Zierdeglocke. Und darunter ist dann doch wieder nur diese fantastische Pappschatulle. Oh, sie strahlt noch ein wenig Wärme ab. Sehr, sehr gut. Dann wollen wir doch mal gucken. So. Also. Ihr könnt alle Gerichte natürlich to go erstehen. Und das ist, ja, das auf den ersten Blick durchaus vielversprechende Schnitzel mit Sauce Bernays, Fritten, eine einsame Zitrone, die sagt, ja, sorry, ich habe mich auch nicht um den Job gerissen. Und natürlich noch, was war die letzte Soße? Pfeffersoße, aber nur echt mit homöopathisch verteilten Stücken vom schwarzen Pfeffer. Gut, ran an den Feind, würde ich sagen. Weil ich gebe es zu, es duftet schon ganz gut. Und wie gesagt, die Tatsache, dass mein schmales Frühstück mich hier mit leerem Magen hat anreisen lassen, all das weckt die Vorfreude auf das, was in dieser Schatulle vor mir liegt. Gut, Pommes kannst du nicht viel falsch machen. Na. Wenn dann Pommes, ne, ihr kennt das schon, wenn Pommes so ein bisschen kälter werden und das Fett so ein bisschen vom flüssigen zum etwas stückigen Aggregatszustand wechselt, da hat man das Gefühl, die Zunge, die fräst sich durch so eine Styroporverpackung. Also es geht nicht mehr so ganz geschmeidig, sondern es ist so ein bisschen so ein... Und ihr wisst es, wenn ihr die Pommes selber essen werdet. So. Pommes, okay. Sauce Bernays ist ja auch ein anspruchsvoller Kandidat. Ich glaube, was ist es nochmal? Estragon ist, glaube ich, in der Sauce Bernays, ist sozusagen der Trenner von der Hollandaise, sagt der Laie in mir. Das ist bestimmt die gute Lucull-Großpackungsware. Aber warum auch nicht, wenn es schmeckt? Hm. Jetzt noch ein paar Tiefkühlerbsen dazu. Dann habt ihr so ein Schaufelgericht, ich sag's euch. Geht gut zusammen. Die Pfefferrahmsoße, die sieht so ein bisschen aus, als ob Saté-Soße und Curry-Ketchup geheiratet hätten. Und das ist dabei rausgekommen, so optisch, ne? Kleiner Krummäumel hier. Hallo, Winke, Winke, grüß mal deine Familie. Ja, hallo, rettet mich mehr. Ja.
Es ist Pfeffer im Haus. Na gut. So, jetzt schauen wir noch mal. Ich versuche mal, das Schnitzel zu befreien. Ich habe nicht vergessen, dass ich das mit euch teilen möchte. Aber ich muss diesen Lappen hier... Was ist... Okay. Kannst du das noch mal einfangen? So, pass auf. Stellt euch vor, ihr kriegt das Gericht so serviert. Und ihr denkt wirklich, alter Verwalter, da habe ich aber jetzt mal, das sind doch locker 520 Gramm Vollmahlzeit, die ich jetzt nach Hause oder wohin auch immer bringe, um sie zu verzehren. Ihr macht die Packung auf, freut euch immer noch bei diesem Anblick, weil ihr denkt, das ist ja angehäuft bis zum Rand mit Fritten. Und dann legt ihr unter der Pommesdecke das Schnitzel frei. Oder? Das ist so Australien. Und Australien ist ja auch der kleinste Kontinent, ne? Also, das ist 16,90 Euro. Also, ich will nicht pingelig sein, ihr kennt mich. Ich bin da wirklich großzügig und lass auch mal 5 gerade sein. Aber das ist doch nicht, das, wenn man 16,90 Euro für ein Schnitzel bezahlt, das entspricht das doch wohl nicht der Erwartung, oder? So, ich will Empörung sehen, aber auch hören. So, tut mir leid, liebe Messe, ich kann es nicht ändern. Ihr habt das Schnitzel in die Packung gelegt. So. Hast du einfach eins versteckt? Nein, eben nicht. Gerotzfrech. Ich sag's dir, das Schnitzel hatte ein Zimmer freizugeben. Die Pommes haben sich drum beworben. Und anstatt einfach nur diese überteuerte 12 Quadratmeter Butze zu nehmen, sind ins Bad eingezogen, haben den Flur besetzt und haben das Schnitzel noch aus dem Wohnzimmer gekickt. Die haben sich ja komplett breit gemacht in der Wohnung. Wahnsinn. Mietnomaden nennt man das, wenn ich sie gleich weitergebe an euch. So, aber so, ich will ja nicht kleinlich sein. Also, das Schnitzel. Ich muss schon ein bisschen arbeiten. Es ist gut abgebräunt, aber ich glaube, allein durch diesen... Also, es ist nicht das gute oder auch schlechte TK-Standardschnitzel, was ihr alle aus der Kantine kennt. Soweit würde ich gehen. Allein hier der kleine Zipfel unten, ja? Der beweist schon, das ist sozusagen aus dem lebenden Tier geschnitten. Da hat man nicht Rücksicht genommen, dass da unten noch so ein kleiner Schwabbel mitpaniert wird. Aber es ist wieder, ja, General Graufleisch ruft zur Kaperfahrt, ne? Ich mag es ja lieber, wenn es ein bisschen heller ist. Und hier an der Seite sehen wir schon wieder Sergeant Schwabbel. Der hat sich so mit seinen sehnigen Freunden im Panadeneck einquartiert. Oh. Gott, da habe ich wieder Panik, ey. Ja. Das ist so ein Reiseschnitzel. Das ist so ein Schnitzel, was die Mutter dir 2 Tage vorher für die Fahrt zur Gamescom einpackt. Und was kalt, wenn das so ein bisschen angegammelt ist, nicht zwingend schlechter schmeckt. Also es schmeckt ganz gut. Ich bin überrascht. Nochmal probieren. Ja, schaut mal hier. Da ist es immer noch hier, ne? Das ist natürlich hier so der Anhang. Das ist so, wenn ihr Freunde einladet und eigentlich nur wollt, dass Giacomo kommt, dann bringt er seine Freunde mit. Und weil sie halt dranhängen, werden sie mitpaniert. Aber man freut sich nicht wirklich. Man würde sich wünschen, dass man sie nicht selber rauswerfen muss. Sie sollten am besten gar nicht erst kommen. Also, ich tunke hier nochmal in die Bernays. Weil Bernays macht alles besser. Wirklich, ich glaube, Bernays ist so ein bisschen die Schickimicki-Schwester von der Sauce Hollandaise. Ich finde es beides geil. Aber guckt euch das hier an, ne? Der Abenteuerzipfel hat ein bisschen Angst. Egal. Dem Magen ist das einerlei. Also. Kann man machen. Jetzt nochmal schön ein bisschen mit der Pfefferrahmsoße ablöschen. Also, ich möchte sagen, ich merke mir, was ich sagen möchte. Ich trinke erst was. Oh, guck mal, doch noch. Als Beweis, hier hat sich doch tatsächlich ein Pfefferkorn, ein grünes, verirrt. Also, es sind Pfefferkörner im Haus, aber sie sagen nicht, komm wegen mir her. Vielleicht triffst du mich auf der Party. Aber wenn du mit mir heute Abend knutschen willst,
Keine Ahnung, vielleicht habe ich keinen Bock. Also, ich muss noch mal, liebe Johanna, Johanna sitzt in der Regie, vielleicht können wir mal in die Regie schalten, damit ihr mal seht, was hinter mir passiert. Habt ihr vielleicht noch nicht gesehen. Schalten wir doch mal einmal in die Deckenkamera der Regie und Johanna winkt mal. Die sitzt da nämlich gerade ambitioniert. Da, guck mal, das ist Johanna im Dunkeln. Ja, auch wir müssen Strom sparen. So, sie sitzt da und wenn du die Information bekommst, bei mir ist das nicht ganz klar, ob ich 16,90 Euro für diese komplette Box bezahlen muss oder ob ich noch diese Einzelzutaten darauf addieren muss. Es macht den Unterschied ja schon gewaltig, denn am Ende des Tages ist das, was man hier bekommen kann, ich glaube, in der Kantine, nenne ich sie mal liebevoll, die kennt ihr alle da, bei Halle 8, ist das akzeptabel? Was ja? Ich habe gerade ja gehört. Okay, okay. Die wurden dazu addiert. Ich gucke noch mal drauf. Danke für den Hinweis. Also, Schnitzel mit Fritten kosten 16,90. Dazu kommen noch die Soßen. Ah, knapp 3 Euro. Also es ist tatsächlich so, dass man fast 23 Euro bezahlen muss für das, was ich hier vor mir habe. Und weil ich das unmöglich alleine essen kann, diesen Genuss, suche ich noch hungrige Münder. Wer hat denn Lust? Wem darf ich da mal? Ihr könnt sie auch einfach durchreichen. Also jetzt macht ihr nicht einen auf Hygiene-Hete-Petete, ja? Es ist Gamescom. Wir haben uns alle nicht gewaschen, okay? So, ich gebe die Box einfach mal weiter. So, vielleicht jeder nur eine Fritte, ne? Oder so. Und dann reicht ihr den Spaß mal durch, so ein bisschen. Ich lege das hier einfach mal drauf. Aus den Augen, aus dem Sinn, aus der Verantwortung. Also, mein Problem hier ist wirklich, das 23 Euro, da ist doch schwierig. Ich will wirklich nicht pingelig sein, aber das ist eine ganze Menge. Ich glaube, man wird satt davon, aber man wünscht sich, dass man Mama gefragt hätte, ob sie statt den Fritten noch ein zweites Schnitzel paniert für die Reise zu Gamescom. Würde ich schon sagen. Geschmacklich okay. Keine Explosion, kein Desaster. Und das bedeutet, den Preis, den lasse ich mal so ein bisschen unangetastet. Das Schnitzel als solches, nee, kann ich nicht. Oh, Leute, ich werde hier wirklich in die Bredouille gebracht. Mit meinem moralischen Kompass. Der dreht hier schon die ganze Zeit durch und sagt mir, das Schnitzel als solches bekommt eine 6. So. Die Fritten. Und das sind noch kleine Pommes. Ich verstehe es nicht ganz, wie sie es hier berechnet. Egal. Die Fritten. Ja, wenn sie frisch sind, sind sie bestimmt okay. So war es ein bisschen diese Styropor-Fettgeschichte. Sauce Bernays aus dem Beutel, kannst du nicht viel falsch machen. Ist eine 8, aber ich habe da eine Schwäche dafür. Und die Pfefferrahmsoße kann ich nur mit einer 6 gehen. Ich hoffe, ihr könnt es lesen, sonst holt euch eine Lupe. So, kann ich nicht ändern. Also, das war das Schnitzel. Wir machen weiter mit dem Curry. Curry ist Nummer 2. Ah ja, das ist, da würde ich jetzt sagen, ich habe keine Waage, ich kann es nicht genau messen, aber da ich das sehr präzise in der Regel bin, ich tippe 650 Gramm. Was hast du? Du hast ja den Falafel als Vergleich gehabt. Ja, 450. 450? Dann kann ich dir sagen, dann hast du noch nie das Hühnerfrikassee von Sonnenbassermann im Mehrkammer-Mikrowellensystem gehabt. Das sind 450, 460 und das ist definitiv mehr. Komm, wieg du auch noch mal. Was glaubst du? Mehr als 450? Ja. Schon, ne? Also das ist schon, also ich sag mal so, wenn das 450 wären, dann würde ich bei Sonnenbassermann auch satt. Aber gut, gucken wir mal. Also wir haben einen Curry und ich finde das schön, dass man die Tafel auch hier genutzt hat, um einfach aufs Wichtigste zu reduzieren. Wir essen ein Curry. Oh, nun schaut euch das an. Was sehen meine freudlos verwöhnten Augen hier? Wir haben hier ein durchaus ambitioniert wirkendes optisches Ersterscheinungsbild. Oben haben wir so Hähnchengeschnetzeltes, was sich so zwischen Dönerspieß und Schnetzelfabrik nicht so ganz entscheiden kann. Darunter Champignons, Möhren, Paprika in einer Currysoße und darunter, und da wird es wieder spannend werden, das obligatorische Reisbett. Und das ist dann so ein bisschen wie bei einem Bettgestell. Wenn die Matratze oben, also du denkst, du kommst in den Raum und denkst, was ist das denn für ein Bett, wir für Könige, flauschig, hoch und groß. Aber wenn natürlich so
die obere Matratze so mit 6 bis 7 Zentimeter im Prinzip dem Rücken schon beim Anblick Pein bringt. Weil du weißt, darunter ist dann einfach nur so ein aus dem Stall geschältes Holzgestänge, was in die Höhe geht, dann ist das, kann das hier auch so sein. Weil wer möchte am Schluss schon trockenen Reis kauen, wenn man sich eigentlich auf leckere Currysoße gefreut hat? Also gucken wir mal. Aber auch hier, Frage an die Regie. Ist dieser Lappen dazu da, die Tafel zu wischen oder mein Besteck? Tafel? Gut, gut, Johanna. Dann nehme ich halt diese abgeranzte Serviette. Nö, ja, dann machen wir das doch so. Guck mal hier. Gleich lasse ich noch mal die Katze drüber lecken. Dann sieht sie aus wie neu. Henry hier an der Kamera übrigens, der hat den schwersten Job. Guck mal, wie der schwitzt. Ihr seht es nicht, aber das, was da glänzt, das sind nicht seine Augen vor Begeisterung. Das ist wirklich Henry an der Kamera. Der muss richtig ackern. Und das, darf ich dir gleich irgendwas zu essen mal in den Mund schieben? So ein Stück Hähnchen zum Beispiel. Würde dich das freuen? Ein Stück Hähnchen in den Mund? Könnte ich dir damit eine Freude machen? Ja klar, sagt er. So, das ist nämlich diese Bescheidenheit und Dankbarkeit, für die wir bei Rocket Beans ja auch so berühmt sind. Henry, bewahr dir das. Toll. So, jetzt wollen wir mal gucken. Also, ich picke mir erstmal so ein schönes Stück Hähnchen. Also, der Fleischanteil ist hier schon durchaus üppig. Wenn ich das zu einem Schnitzel zusammensetzen würde, glaube ich, es hätte mehr Grundfläche als das kleine Wiener Australien, was wir vorhin hatten. Also. Mm. Ist gut. Henry, kannst du dich schon freuen. Das ist sehr zart. Mm. Das ist wirklich nicht schlecht. Habe ich jetzt nicht mitgerechnet. Mhm. Mhm. Mm. Ihr freut euch auch schon, ne? Ja, ihr hofft jetzt da, dass da irgendwie zu euch, ne? Mm. Mal gucken. Mal gucken. Also, das Fleisch ist fast schon verdächtig zart. Verdächtig zart. Henry, ich komme jetzt mal zu dir. Hm. Ja. So, jetzt mach mal schön deinen Mund auf. Oh, lecker. Warte, ich muss ein bisschen pendeln. Ich muss ein bisschen pendeln. 1, 2 und hopp. Oh. Und nochmal, komm hier. So, ja. Und? Ist gut, oder? Bist du überrascht, ne? Das freut mich. Aber gewöhn dich nicht dran. Den Rest darfst du leider nicht essen. Der geht an euch. Die besten Fans und Zuschauenden, die man sich überhaupt nur vorstellen kann. Vielen Dank. Ohne euch wären wir nichts. Die meisten. Ihr wisst auch nicht, ob ich das ironisch gemeint habe oder nicht, ne? Genauso euren Applaus. Das ist schön. Aber bleiben wir doch in dieser Ambivalenz einfach hier. Ist doch fantastisch. So, wir stochern uns jetzt weiter mal durch zum Mittelpunkt der Schale und sehen in der Mitte besagte Currysoße. Die ist aber auch schon, das kann man ihr nicht vorwerfen, auch am Ende des Tages muss eine Currysoße den Gesetzen der Schwerkraft gehorchen und hat sich so ein bisschen durch den Reis durchgemogelt, ihn vielleicht auch schon ein bisschen angesupscht. Da würde ich jetzt mal gerne wissen, ob man spontan noch so eine extra Kelle haben kann, wenn man sagt, kann ich vielleicht noch. Aber das haben die wahrscheinlich, nee, preislich werden die das nicht vorsehen. Also, mal rein hier damit. Mm. Mhm. Mhm. Leute, das ist nicht schlecht. Also, ihr müsst keine Angst haben, wenn ihr nicht scharf mögt. Scharf ist es so ganz leicht. Es hat so einen Hauch von Curry. Schmeckt auch sehr sahnig, möchte ich sagen. Aber ich gehe nur in die Mitte hier mit der Gabel, wie ihr seht. Ihr könnt euch quasi, wenn ich es gleich rumgebe, drumrum fräsen, so ein bisschen, ne? Also wenn ich mir das jetzt noch in ganz warm vorstelle, möchte ich sagen, kann man machen. Ich nehme mir nochmal so ein Möhrchen, so eine Zartscheibe hier. Guckt euch das an, garantiert durchgelabbert. Da machst du nichts. Das ist gut. Das ist ein gutes Messeressen, möchte ich jetzt mal sagen. Und wer ihr sagt gleich was anderes. Also das ist wirklich nicht schlecht.
ein bisschen mehr Soße könnte sein. Man darf es vielleicht nicht zu lange mit sich rumtragen. Also nicht morgens kaufen und sagen, da habe ich für heute Abend schon was in der Tasche. Nein, das wird wahrscheinlich der Reis mit der Soße. Die werden sich vermengen und euch eher so trockene Brösel in den Hals kippen. Aber insgesamt ist das schön schlonsig. Ein üppiger Fleischanteil, genügend Sättigungsbeilage drunter. Und die Zwischendecke, schmackhaft, sanft gewürzt, muss man keine Angst vor haben. Kann man machen. Vor allem, weil dieser Spaß, finde ich, wirklich mit 13,90 Euro für eine Messe und für die Masse, das ist mal ein verhältnismäßig preisgünstiges Vergnügen. Das kann man doch mal machen. Also, wer hat Lust? Oh, da war eine ganz schnelle Hand dabei. Ich gebe mal diesen Löffel mit. Danach müsst ihr mit Fingern essen. Ich weiß nicht, vielleicht haben wir noch ein bisschen Notbesteck irgendwo. Ansonsten gönnt euch das. Das ist wirklich gut. Aber auch hier so ein Löffel, ne, der ist schnell abgewischt. Oh, was für ein schönes T-Shirt hast du denn da? Was, ein Löffelmesser-Gäbel-T-Shirt? Ja. Sowas gibt's. Ja. Sensationell. Also guckt euch das mal an, das war toll. Großartig. So, hier einmal für dich, für euch. Also schlagt euch drum. Das ist so ein bisschen wie der Baseball, ne? Kann man machen. Ich bin wirklich positiv überrascht. Ärger mich jetzt schon, dass ich noch ein bisschen gieriger nachgefasst habe. Aber hey, was tut man nicht alles für euch? Aber ich muss noch mal... Komm hier. Lasst euch nicht stören. Ja? Gut kauen. Wir wollen nicht, dass du so ein Bröckchen hier den Notfallsanitäter nachher irgendwie vom Plan ruft. Oh, was ist... Okay, Henrik, komm mal bitte her. Ich habe gerade was gesehen, das habe ich überhaupt noch nie gesehen. Und ich habe wirklich gedacht, ich habe viel gesehen, aber offenkundig noch nicht alles. So, also hier wird aus einer... Hier wird getrunken, was ihr nicht sehen könnt. Also es ist nichts Ungewöhnliches, ne, dass Leute sich Getränke mitbringen. Und es ist auch nichts Ungewöhnliches, dass man vielleicht eine PET-Flasche hat oder so ein Stahlbehältnis zum Wiederfüllen. Aber das habe ich noch nie gesehen. Denn was wir hier sehen, ist ein offenkundiges Erfrischungsgetränk in einer originalen Hela 850 Milliliter Gewürzketchup-Flasche. Ja. Was hat es damit auf sich? Bist du so verzweifelt? Ja, oder? Ich mag einfach gerne Ketchup. Was soll ich machen? Was ist da drin? Sag bitte, was da drin ist. Ja, es ist Wasser. Aber warum zur Hölle? Also nein, ich frage, warte, lass mich die Frage so formulieren, dass du das Gefühl hast, ich ehre dich. Ja, also ja. Pass auf. Das ist ja eine verrückte Idee. Wie kommt man darauf? Keine Ahnung, ich fand es super einfach. Ja, und es ist ein gutes Format auf jeden Fall. Du meinst, weil es so schön lang und schmal kriegst du gut in, also in den Rucksack? Ist super. Okay. Ja. Aber warum, wie oft hast du das denn waschen müssen? Ich komme damit einfach nicht klar. Wie oft? Nein, ich ist Wasser. Ja, aber vorher war ja Ketchup drin. Ach so, nein. Nein. Warte. Ach so. Ja. Jetzt, okay. Ja. Mann, die Leute bei Hela, ne? Also, das ist natürlich, von vornherein war das eine tolle Trinkflasche. Ich habe mich pranken lassen. Die Leute bei Hela, das sind echt verrückte Hunde. Das muss man einfach mal sagen. Wahnsinn. Okay, gut. Hätten wir das auch geklärt. Wir machen weiter im Text, denn wir haben ja noch ein bisschen was zu verköstigen. Wir haben Bolognese auf Startplatz Nummer 3. Aber vorher wollen wir natürlich noch die Zahl reinbringen. Was würdest du denn sagen? Du hast jetzt genug Zeit gehabt, dir eine gute Antwort zu überlegen. Also, wie viele Punkte würdest du geben? Eine 8. 8 ist schon gut, ne? Oh, ja. So scharf, dann doch. Nein, ich habe mich verschluckt. Aber es schmeckt schon. Ja, also, es schmeckt sehr gut. Habt ihr auch kosten dürfen oder ist sie so wie so eine, wie sagt man das so, im Flugzeug, die Maske erstmal übers eigene Gesicht, 5 Minuten atmen und dann hilft man den Mitfliegenden? Ja. Okay, gut. Danke dir. Also, eine 8 ist gut. Ich wäre sogar gewillt für den Moment, weil ich nicht damit gerechnet habe, ein so hochwertiges, fair bepreistes Gericht zu bekommen, was auch schon ein bisschen abgekühlt ist, muss man ja auch nochmal sagen. Leute, ich bin gut drauf, ich bin großzügig, ich gebe eine 9. Kann sich aber noch ändern, ne? So. Das ist so wie bei Olympia, wenn man sagt, ja, das war ein guter Sprung, aber wenn die noch besser werden, dann werdet ihr schlechter. Und jeder, der den Breakdance-Wettbewerb gesehen hat, weiß, wovon ich rede. Wir machen weiter mit Gericht Nummer 3, der Bolognese. So. Jetzt darfst du noch mal schätzen. Mehr oder weniger? Ja, ungefähr gleich, aber ein bisschen weniger, das sage ich dir. Du hättest jetzt eigentlich sagen müssen 300 Gramm. Und hätte ich gesagt, hast du jemals von Busse diese guten Cevapcici auf der Reisunterlage, die man für die Ewigkeit haben kann, die haben 300 Gramm. Das ist die Referenz.
Ne? Muss man sich so merken. So, ja. Gut, gucken wir doch mal rein hier in Behälter Nummer 3. Schaut euch das mal an. Also die Zeiten, wo man sagt, Bolognese ist einfach nur Nudel mit stückiger Hackfleischsoße, die sind vorbei. Gut, man hätte natürlich den Rucola jetzt auch einfach, hätte man auch in so einem kleinen Tütchen vielleicht beigeben können. Wir wollen nicht kleinlich sein. Die haben natürlich letztendlich die Zwangssauna im Bolognese-Bad schlecht überstanden, die kleinen Stängelchen. Und dazwischen, was ist das dann hier? Grob gehobelter Parmesan oder ist das so eine... Ja doch, sollte wohl Parmesan sein. Gut, bin ich mal gespannt. Kirschtomaten dabei, um genau zu sein. 2, hälftig halbiert, 2,5. Ja, guck, der Koch hat sich die letzte Hälfte reingepfiffen. Also gucken wir mal. Sieht so erstmal ganz gut aus. Riecht auch, so wie Bolognese riechen kann. So, und dann wollen wir nochmal schauen hier. Die Bolognese. Mit dem feinen Rucola, der sagt, willkommen in der Hölle. Ich habe schon alles gesehen. Ich äumel mich freiwillig seinen Rachen runter. Hm? Also die Nudeln sind vom Kochzustand jetzt weniger al dente. Die sind mehr so al Zunge, würde ich mal sagen. Das ist so eine typische Bolognese. Und typische Bolognese ist ja geil. So, direkt nochmal nachfassen. Hm? Aber ich würde sagen, habe ich schon mal im Glas gegessen. Das ist jetzt nicht raffiniert. Es ist solide. Und ich traue dem Hackfleisch noch nicht so recht. Ich habe so eine gewisse Angst, dass in dieser breiten Masse aus fleischlichem Geröll sich doch noch der eine oder andere nicht geladene Gast befindet. Entsprechend muss ich hier nochmal durch diese Parmesandecke stechen und gucken, dass ich hack- und soßentechnisch nochmal einmal so einen ganzen Batzen mitkriege. Ich will jetzt auch diese Matschtomate haben. Aber wenn da auch kein Knorpel drin ist, dann muss man es schon fast hochrechnen können auf knorpelfrei, weitgehend. Henry, soll ich dir eine Kirschtomate so in den... Ne? Okay. Ja, ja. Also, das kann man schon machen. Aber ich sag dir, wenn das so ein A-B-Vergleich wäre, Curry gegen Bollo, würde in diesem Fall Curry den Preis des Verschlungenwerdens mit nach Hause nehmen. Aber das ist okay. Es ist nur, und das behaupte ich jetzt mal tollkühn, ohne wirklich nachgeguckt zu haben, mit dem nicht abgeleckten Messer stoche ich jetzt hier noch mal so ein bisschen in der Mitte rum. Ja, man sieht es, das, was man geahnt hat. Ich würde behaupten, dass die Relation zwischen Soße und Teigwerk ein bisschen zu nudellastig ist. Wenn ich das jetzt so vermischen würde, dann würden da so Spuren, so wie im Porzellan, wenn ihr das kennt, wenn man so Bolognese entsorgt, dann bleiben da ja auch immer so Fettspritzer kleben, die man ganz schlecht wegschrubben kann. Da muss man selbst mit der Zunge ran, sonst wird das Klo nicht mehr sauber. Und so ein bisschen würden die Nudeln auch aussehen, wenn ich das jetzt einmal komplett durchrühren würde. Ist zu wenig Soße. Brauche ich nicht aufessen, weiß ich, dass es so ist. Aber trotzdem gibt es bestimmt Leute, die hier Bock drauf haben. Wer hat Bock Bolognese? Aber du hast ein weißes T-Shirt an. Hast noch ein zweites dabei? Das ist die richtige Einstellung. Mit einem T-Shirt 5 Tage Gamescom. Ich kann es dir gerne geben, aber ich habe leider nichts. Du musst dir gucken, ob du mit den Händen dir so eine Löffelschaufel baust. Weil, oder vielleicht kannst du auch so die Zunge in den Winkel klemmen hier. So. Oh, und weißt du was? Dann bleiben noch 3 weitere Winkel für 3 weitere Zungen. Das finde ich nicht schlecht. Dann könnt ihr so wegschaufeln. Jeder so mit den Fingern. Und dann gucken wir mal, nein, gucken wir nicht, aber ich finde das Bild sehr attraktiv. In meinem Kopf. Gut, ich gebe die Bolle mal weiter an den jungen Herrn mit dem weißen T-Shirt. Du hast nachher so ein richtig schönes rotes Schimmel-Shirt an. Oh, dann gib doch gleich das Essbesteck weiter. Ach, du guck dir das an. Den Müll soll ich jetzt noch entsorgen. Ne?
Nein. Aber es hat gut genug geschmeckt, um sie aufzuessen. Ja. Ja, natürlich. Aber das kann man nicht ändern. So, ich schmeiß das mal eben hier drauf. Nee, ich schmeiß es nicht drauf, krieg wieder Mecker. So, ich stell's unter den Tisch. Da ist doch schön. Guck mal hier. Da freuen sich noch die Hunde nachher. So, wir sind bei Nummer 4 und erstmal bei der Bewertung der Bolognese. Hier muss ich sagen, geschmacklich war das insgesamt eine solide Angelegenheit, aber 16,50 Euro. Ich würde einfach... Vielleicht bin ich nur so groß geworden. Da gab es an jeder Ecke Bolognese und an den wenigsten Ecken Curry. Ich würde einfach nicht erwarten, dass ich für Pasta Bolognese 16,50 zahle. Aber für einen Curry, den König der exotischen Gerichte, wie man ihn ja auch nennt im allgemeinen Aberglauben, nur 13,90. Und der Umstand, dass da inflationär viele Teigwaren dabei waren, aber der Bolognese-Hackfleischanteil ein bisschen zu wünschen übrig lässt, ich finde, die Verhältnismäßigkeit passt nicht, auch wenn der Geschmack grundsätzlich in Ordnung war. Aber das kann ich eigentlich... Moment, wo ist die Bolo hingewandert nochmal? Ach, du bist schon am Essen. Was hast du denn? Warum sag du mir doch mal, was ich sagen soll. Was würdest du geben? Fehlt 6. Ach, guck dir das mal an. Du hast ja wieder so ein kleines Schäufelchen gemacht. Das ist ja toll. Aber und was ist mit euch? Hat er euch was angeboten? Ja, gut, hier ist natürlich die Schnitzelfraktion, die ist schon gesättigt. Ihr wollt auch nicht, ja gut, es sind, ja. Aber hey, wir sind doch alle Freunde hier. Von Freunden holt man sich doch gerne eine Genitalinfektion oder eine Magenverstimmung oder was auch immer. So, eine 6 hast du gesagt. Ich gehe da mit dir. Ich gehe da wirklich mit dir. Und was ich sehe, also du machst es auch nicht besser, wenn ich dir so zugucke. Aber, ja, komm, das ist doch eine solide Zahl hier. 6,696. Und damit kommen wir natürlich zum vermeintlichen Klassiker. Die Currywurst. Willst du noch mal schätzen? Nee, ne? Komm, das übernehme ich für dich. Ich würde sagen... 330 Gramm. So. Und das ist viel, weil ich weiß nicht, was sich dahinter verbirgt. Vielleicht ist es ja wieder nur das Codewort Currywurst. Und in Wirklichkeit... Ich weiß, was sich dahinter verbirgt. Es wird so sein. Da drin ist eine Currywurst konventioneller Machart. Ich hoffe, so eine Thüringer eher und nicht so eine schäbige Krakauer, wie man sie in Hamburg ja immer gerne isst. Ich bin Ruhrpottkind. Für mich muss es eher so eine Thüringer sein, so eine Rostbratwurst. Das ist eine Currywurst. Da werden keine Pommes drin sein. Da wird diese Wurst im normalen Standard-Großmarktformat drin gehackt liegen, umschmeichelt, umspült, unterspült und teilweise überspült von einem sehr, sehr großen Maß an Soße. Und weil man natürlich für die Soße, weil man für die Soße ein Tunkbrötchen braucht, in Westfalen wurden immer Toastscheiben hälftig diagonal aufgeschnitten und man musste für die zweite manchmal extra bezahlen. So bin ich groß geworden. Hier ist natürlich ein formschönes Schlitzbrötchen, nur echt mit der Kaiserkruste, die einem den Gaumen richtig schön aufschlitzt beim ersten Bissen und sagt, so, die nächsten 4 Tage gibt es nur noch kalte Getränke. So, machen wir mal auf. Ich bin echt gespannt, weil das ist unseriös schwer für eine Wurst. Oder da ist ein richtig fetter Bube drin. Kann natürlich auch sein. So. Mit Pommes! Das ist ja sensationell. Weil 7 Euro... für eine Currywurst Pommes. Was haben wir dazu gerechnet, liebe Johanna? Ach so, das kann natürlich sein, meine lieben Freunde, dass die Schöpf-Currywurst, das ist ja auch frech. Das ist eine Gefahr. Das ist wieder so, wenn... Ihr kennt ja Schöpf-Currywurst, ne? Ihr habt alle schon mal auf einer Hochzeit irgendwie... habt euch durchgehungert, wie das so ist, bis zum Mitternachtssnack. Und dann wird da so ein großer Bottich mit Currywurst aufgefahren, so wie bei unserer letzten Firmenfeier. Und dann wird er rausgeschöpft. Und wenn du nicht selber schöpfst und du hast da Johnny Geizkragen irgendwie an der Kelle stehen, kann es natürlich sein, dass der dir Fleischtechnik so wirklich so in homöopathischen Dosen in deinen Bottich schröpft und den Rest mit Ketchup auffüllt. Und du traust dich nicht, was zu sagen. Und dann guckst du zum Nebenmann, der nach dir drankommt. Und bei dem wird richtig üppig. Da ragen sozusagen am Soßenhorizont noch diese halben Fleischräder raus. Und du denkst, verdammte Scheiße, wann kann ich die Portionen austauschen, weil ich mich nicht traue, mich zu beschweren. Das mache ich dann bei Social Media, da, wo die es dann nicht mehr mitbekommen.
5 Euro und 7 Euro macht 12 Euro. Ich möchte nicht wissen, was die Mayonnaise gekostet hätte. Wahrscheinlich so ein unattraktives Spartütchen wäre nochmal mit einem Euro zu Buche geschlagen. Ich hoffe wenigstens, das Brötchen war umsonst. 1,30 kostet wohl die Mayonnaise. Das ist eine Menge. Also, da wird aus diesem vermeintlichen Spargericht ganz schnell ein Besuch im Vier-Sterne-Lokal. Gucken wir doch mal. Gut, die Pommes kennen wir schon. No. Ja. Im Gegensatz zu mir werden die Pommes, jetzt Gag zum Mitschreiben, im Gegensatz zu mir werden die Pommes mit zunehmendem Alter nicht immer geiler. Ja, ist für uns alle die letzte Stunde hier, ich weiß. Ah nee, es gibt noch die Recap-Show. Also, oh, ist das trocken. Leute, oh, oh. Oh. Wasser. Nie habe ich dich mehr vermisst, als ich in Urlaub gefahren bin und vergessen habe, das Kühlwasser. Okay, aber Wasser ist schon gut. So, jetzt aber zur Currywurst. Schöpf-Currywurst. Bedeutet natürlich auch, wenn man Pech hat, ich weiß nicht, gibt es bei euch Zipfelverächter? Ja, guck mal da hinten, ne? Du magst auch lieber die Fleischware, die zwischen den beiden Endzipfeln ist, ja? Okay. Und wenn die Wurst natürlich geschöpft wird, weil normalerweise eine Currywurst gleich zwei Zipfel. Einfache Mathematik, weiß jeder. Aber bei einer Schöpf-Currywurst kann natürlich sein, dass sich da eine ganze Zipfelfamilie in ausgerechnet deiner Portion... Also es gibt viele Fallstricke, wenn man eine Schöpf-Currywurst bestellt. Gucken wir doch mal rein. So. Ja, ist halt leidlich liebevoll gebratet. Das gute alte Zebra-Muster, ne? Man wendet das Ding einmal so im so quartalsweise, dass du 4 Bratstreifen hast und 4 helle Stellen. Also ich mag Currywurst wirklich sehr gerne. Und ich bin da auch nicht anspruchsvoll. Also jeder von euch, der in Ippenbüren groß geworden ist und am Püsselbürner Damm sich noch an den Kupferspieß-Imbiss erinnert. Das war so eine traditionelle Pommesbude. Und jeder von euch, der 1,5 Stunden vor Ladenschluss da eine Currywurst bestellt hat und sie trotzdem bezahlt hat, der weiß, was Leidensfähigkeit heißt. Das war einfach nur noch so eine trockene Kruste, weil 1,5 Stunden vor Ladenschluss, da schmeißt man noch keine neue Wurst auf den Grill. Gott behüte, da müssen die Äumel halt mal durchgegart werden, so richtig. Und in die Richtung geht das jetzt hier so. Also, das könnte auch in der Mikrowelle entstanden sein. Ja. Also das Fleisch schmeckt so ein bisschen wie Tier, was vorm Braten schon viel zu lange tot war. Also Gott behüte, verstehe ich mich nicht falsch. Ich erwarte nicht, dass das Schwein lebendig in die Fritteuse geworfen wird. Aber da schwingt was Unseriöses mit. Also hier müssen auf jeden Fall Menschen mit starkem Magen gleich rangehen. Ich will hier nicht alleine für den Skandal auf der Gamescom sorgen, ne? Für den gesundheitlichen. Nein, ich übertreibe, ihr kennt mich. Man muss manchmal auch so ein bisschen die Grenzen des Magens ausloten und gucken, was die Evolution einem mitgegeben hat, so, ne? An Potenzial. Na. Also, es ist eine typische Curry-Tunke. Beträufelt mit Pulver, um es optisch noch ein bisschen schöner zu machen. Die Wurst sagt auch, im Durchschnitt fühle ich mich wohl. Die Pommes liegen daneben, sind schon ein bisschen kalt. Das will ich Ihnen nicht ankreiden, sondern der langen Lagerzeit. Aber im Großen und Ganzen ist das wieder so ein Gericht. Deswegen geht man nicht auf die Gamescom. Ich weiß, ihr geht wegen Rocket Beans auf die Gamescom. So, aber ist die Ziege wieder da? Wer erinnert sich noch? Wisst ihr, letztes Jahr, da war die Ziege am Rand. Da war so ein Bayer. Du bist es nicht. Du bist so ein Gothic-Bayer, so eher, ne? Nee, das war... Ah, nee, wir waren... Max, Henry, wie war nochmal die Ziege?
In die Richtung. Aber bitte schon deine Stimme. Ich habe quasi... Weißt du, was ich gerade gehört habe an deinem Schrei? Dir sind Sachen aus dem Hals geflogen. Zum einen natürlich die wunderschönen Mandelsteine. Da freut man sich, wenn man sie los ist. Aber auch so ein paar Hautfetzen und Blutgefäße. Bewahr dir das. Du hast noch ein paar Tage vor dir, hoffe ich, auf der Gamescom. Stimme ist ein hohes Gut. Ich bin Marktschreier. Er ist Marktschreier. Okay, gut. Das Brötchen rühre ich nicht an. Ich habe auch meinen Stolz. Und gebe dieses Gericht weiter. Dieses Gericht, wo ich wirklich sage, kann man machen, ich gebe es gerne an euch weiter. Ich habe weder ein schlechtes Gewissen noch das Gefühl, ich verschenke was, was ich lieber behalten hätte. Wer möchte sich denn in Sachen Currywurst und Pommes mal... Du, da hinten. Aber kriegst du das? Also, ich würde sagen, wir reichen das jetzt einfach mal durch. Jeder zwirbelt sich so eine Fritte raus. Ihr könnt auch noch ein bisschen nachtunken. Das ist schon okay. Aber ich habe leider nichts zum Spießen. Aber du hast ja deinen eigenen... Mann, Cosplayer müsste man sein. Also, die Currywurst bekommt von mir, weil ich ihr immer noch zugutehalten muss, dass sie ein wenig gelitten hat auf dem Weg hierhin, eine 5. So, wir machen weiter mit den veganen Nudeln. Und wenn ich aufstoßen muss, dann weiß ich, wenn wir im Studio aufzeichnen, und wenn ich aufstoßen muss, dann weiß ich immer, die Sendung ist halb vorbei. Das ist so innerlich, meine innere Uhr, diese 2 Stunden, die wir aufzeichnen. In diesem Fall ist es ein bisschen knapper getimt, denn, ach, oh Wunder, die veganen Nudeln, bei denen augenscheinlich preislich und inhaltstechnisch lediglich das Hackfleisch weggelassen wurde, sehen auf den ersten Blick verdächtig ähnlich aus wie ihre buckligen Brüder mit der Hackfleischeinlage. Das ist natürlich, da bin ich mal gespannt, ob diese Tomatensoße auch ohne Hack Geschmack bringt. Viel Rucola drin, ne? Da weiß man so ein bisschen, die Freunde vom Salatfeld, die sagen, nee, das Schwein, das bleibt auf der Weide stehen. Die freuen sich, wenn da so ein bisschen großzügiger beigefeudelt wird. So, gucken wir noch mal. Ja. Ist so ein bisschen herbe. Oh, aber leicht scharf, so Arabiata-Style ist das, glaube ich. Da wird's doch geil. Die ist nicht schlecht. Ich wollte erst lästern, aber dann war es doch ganz lecker. Also, wir haben eine Tomatensoße, leicht stückig, mit angemessener Schärfe. Also ich spüre schon so, wie so das Schärfe-Thermometer, das wird mit jedem weiteren Bissen nach oben gehen. Also selbstbewusst geschärft für so ein Messeessen. Was ich hier auch sehe, ist der Umstand, dass hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tomaten drin sind. Das gibt natürlich wieder Streit am Tisch, wenn du mit deinen Bolognese-Brüdern sitzt und denkst, wieso habe ich nur 4,5 und ihr habt 8? Aber ansonsten, ja, ein bisschen angedingst, angebumst hier. Der Rest ist gleich, den muss ich gar nicht probieren, tue ich aber trotzdem. Aber das ist doch, ist das wirklich vegan? Das muss ich wirklich noch mal gucken. Angeblich steht es so, ja. Aber der Mozzarella. Weil ich habe immer das Gefühl, wenn Käse vegan ist, dann ist das wirklich so eine räudige Angelegenheit. Das ist früher hätte man das... Mm-mm. Wer von euch kennt veganen Käse? Wer von euch kennt den Unterschied von normalem und veganem Käse? Wer von euch traut sich zu, wenn ich ihm jetzt gebe, mir jetzt klar zu sagen, Colin, dann ist ohne Milch oder mit? Wer traut sich zu? Ich habe eine ganz klare Vermutung. Na ja, komm, Leute. So, ich komme jetzt mal zu dir. Du musst mir jetzt vertrauen. Ich werde dir jetzt ein Stück von diesem Käse auf das Messer legen und dieses Messer Richtung Mund führen. Ach so, na, klar, du hast ja 2 Hände, habe ich ja ganz vergessen. Kannst du ja auch einfach selber nehmen. Pass auf. Hast du? Ich habe leider keine Hand fürs Mikro. So, pass auf. Ich schäle dir das hier mal so ein bisschen ab, damit du auch siehst, was passiert. Das ist so, wenn man operiert wird, da sieht man ja auch gerne in Echtzeit, was so passiert im Zahnbereich. Ne? So. Das ist... Komm, nee, komm. Das... So, jetzt bin ich gespannt. Also, probier mal.
Was würdest du sagen? Ist das ein Käseersatzprodukt oder ist das schon ein Käse, der sagt, ich bin parmesanartig gehobelt, ohne jetzt zwingend Parmesan zu sein? Kein echter Käse? Das ist viel zu mehlig. Viel zu mehlig, okay. Habe ich jetzt nicht gerechnet mit der Antwort. Gehen wir mal schnell weg und tun so, als ob nichts passiert ist. Wer möchte noch mal an den Käsetest ran und mir sagen, ob das vegan oder... Was sind das denn? Es schmeckt, es ist essbar. Es ist nichts, ich tue euch was Gutes, glaube ich. So, mit den Worten bist du überzeugt. Oh, auch wieder so ein helles T-Shirt mit Tomatensauce. Aber pass auf, ich... So, pass auf. So, kriegst du ja auch so ein Stück... Früher in den 80er Jahren hat man aus diesen Platten ja Splatter-Effekte hergestellt, wenn so Hautbatzen abgerissen wurden in Zombiefilmen. Und? Kein echter Käse? Da bin ich nicht sicher, aber ich glaub's euch. Also, es wird wohl so sein, wie es ist. Ich kenne mich da nicht ganz so gut aus. Für mich schmeckt es also überhaupt nicht wie ein Parmesan, aber ist okay. Da hat sich einiges getan in der Chemieküche der veganen Industrie. Es soll vegan sein, wenn es draufsteht, müsste es ja auch so sein. Kann man aber insgesamt machen und auf jeden Fall wohlschmeckender insgesamt als die Bollo. Und es war auch mehr Soße dabei. Und weil die Soße ja auch noch scharf und intensiver war, dürfte das Verhältnis zwischen Teigware und Soßeneinsatz in Ordnung gehen. Und das kann nur bedeuten in Zahlen, dass wir mit einer 7 nach Hause gehen. So, schnell geht's weiter. Wer möchte hier ein wenig höchstwahrscheinlich vegane Pasta genießen? Frau Hehler. Okay. Ich habe das Gefühl, die Begeisterung lässt hier langsam so ein bisschen nach, was die Mahlzeiten angeht. Weil ihr alle wisst, das Beste kommt zum Schluss. Wir haben ja noch Salat. Oh, wer kennt es nicht, ne? Nach so einem richtig harten Arbeitstag gönnst du dir mal was. Der Körper schreit, jetzt einen richtig geilen, leichten Salat. Dann kann ich in Ruhe sterben. Wer kennt es nicht? Wir haben eine Salatbowl vegan. Mountain Balls Möhre. Mais, Kürbis, Creme, Skrokkoli. Was ist Skrokkoli? Hier steht Skrokkoli. Irgendjemand von euch wird doch wissen, was Skrokkoli ist. Okay, vielleicht, weißt du es, du guckst so, als ob Skrokkoli. Skrokkoli, va bene, ne? Okay, Skrokkoli. Es kommt auch bei Google nichts. Möglicherweise hat man sich auch einfach verschrieben. Es ist verdächtig leicht. Also wenn du, ich will noch nicht wissen, was es kostet, ich habe es mir auch nicht gemerkt, aber das, Henry, hast du eine Hand frei? Kannst du einmal, heb mal. Du gehst hungrig nach Hause, hast du das Gefühl, du bist satt? Ist nix, ne? Das ist schon... Ui. Mutti, hol mich von der Zeche. Also 13,90 € für diese Bowl. Vielleicht kennt ihr von McDonald's noch diesen 1-Euro-Salat, so einen Snacksalat, den es gab. Das hat so eine ähnliche Anmutung, nur dass es hier das 14-fache kostet. Okay. Also, das ist doch wieder gerupfter Tütensalat, erkenne ich doch sofort. Wir sehen hier leicht blasse Möhrenstreifen, die augenscheinlich auch schon ein wenig länger in der Auslage gebadet haben. Hier ein bisschen Dosenmais noch dabei und dann hier 1, 2, 3, 4 von diesen... Green Power Balls. Wow. Das klingt eindrucksvoll. Ich habe so leichte Labberprobleme mit dem Mikro. So, jetzt geht's aber. Ich hoffe, ihr könnt mich verstehen. Also, ich muss hier einmal durchwühlen. Nee, Leute, das ist doch scheiße. Das ist wirklich hier dieser Tütensalat, den wir alle aus den Kühleinlagen kennen. Einfach so eine Pariser Salatmischung, nenne ich es jetzt mal, weil es schon so ein bisschen adelt. Dann sind ja diese 4 Bällchen dabei, Dosenmais. Und hier verstecken sich noch so Knusperplatten. Hier. Skrokkoli. Ja. Muy bene. Nee. Das sind einfach nur Tuck-Cracker, umetikettiert in Skrokkoli. Probiert jetzt. French Dressing von Devil Eye. Nee, ich muss erst mal so, aber sorry, das ist... Da muss man doch zum Fleischfresser werden. Weil das ist eine Unverschämtheit. Ich nehme mir direkt mal den Batzen hier. Ja. Ist ganz lecker.
Gebe ich zu. Ungern. Nee. Ich fürs Protokoll, ich gehe einmal komplett mit der Gabel rein. Aber ich weigere mich, ehrlich gesagt, mit dem French Dressing hier so eine Starthilfe zu geben. Das ist doch... Nee. Leute, nein. Nein, nein, nein. Nein. Das ist eine Unverschämtheit. Leute, das ist eine Frechheit. Also da ist das sicherlich noch das Schmackhafteste an der ganzen Bowl. Aber wirklich ein bisschen Tütensalat, 4 von diesen Bowls, ein bisschen Brokkoli. Wo sind denn der Mais und die Kürbiskerne? Sorry, ich muss noch mal aufmachen. Hä? Sag mal, sorry, vielleicht weiß Kürbiskerne, die verstecken sich gerne mal hinter ihren buckligen Freunden, den Sonnenblumenkernen, aber jetzt schaut doch mal rein. Also, seht ihr hier irgendwie Kürbiskerne oder Brokkoli? Da ist Brokkoli, klar, kennen wir. Kürbiskerne sehe ich nicht. Nee, ne? Oh, vielleicht haben wir auch Pech gehabt. Vielleicht haben wir die eine nicht ganz so gelungene Bowl bekommen. Oder wir sind in einem ganz großen Scam auf der Spur. Wir werden es nicht rausfinden, aber ich kann euch nur warnen. Denn 13,90 € ist diese Bowl, Salat, vegan, whatever, echt nicht wert. Das ist, sorry. Weil das French Dressing bestimmt lecker ist. Eine 2. Aber das ist eine Unverschämtheit. Also gebt mir lieber das trockene Brötchen. Und dann beerdigt mich irgendwo in der Sahara. Aber das ist, sorry, damit bin ich nicht zufrieden. Nee, also, hätte ich nicht gedacht, dass ich die Skala der Gerichte von den Punkten her so weit ausnutzen würde. Wir haben die 2, wir haben die 9. Also das Curry war für mich wirklich das Geilste. Und das Schönste daran ist, wenn das Geilste nicht immer das Teuerste ist. Das war früher immer schon so bei den Dorffesten in Ippenbüren, wenn man das Gefühl hatte, wenn man so richtig sich abschießen wollte mit hartem Stoff, kennt ihr natürlich alle nicht, dann nimmt man irgendwie sowas, was so preismäßig zwischen dem edlen Zeug aus der Großstadt und dem ganz schäbigen Bärensen-Gesöff ist. Und da kann man gut mitfahren. Mit 10 Mark kam man damals noch sehr, sehr, sehr weit. So, wir sind fast am Ende angekommen, aber ich habe noch eine kleine Überraschung. Habe ich noch, denn vorhin war Hendo bei uns am Start, Hand of Blood, ja auch ein guter Freund des Hauses, und hat sein Malzbier mitgebracht. Und ich habe über den Weg, wir haben uns so gesehen, er wurde gerade von seiner Entourage rausgeführt. Und ich habe ihm gesagt, ich habe dein Malzbier noch nicht probiert. Das werde ich heute nachholen. Und in dem Moment schoss ihm der Respekt in die Augen, die Angst auf die Stirn. Ich sah, wie er so leicht zittrig wurde, weil er genau wusste, ich könnte ihm jetzt möglicherweise zu einem erfolgreichen Malzbierprodukt oder zu einer riesigen Pleite verhelfen. Je nachdem, wie mein Urteil über das Knabemalz denn wohl ausfallen wird. Eine eiskalte Dose. Habt ihr schon probiert hier? Und ist gut? Oh, Daumen hoch. Also Malzbier darf ja ein bisschen süßer sein, aber nicht zu süß. Zu süß ist nämlich kurz vor Ausguss. Und ich bin gespannt, wie herb süß denn das Knabemalz ist. Eine eiskalte Dose, daran kann es jetzt also nicht liegen. Zischt sich gut ein weg. Henno. Wollen wir es mal wagen hier, ne? Ein Tänzchen. Ja, es riecht malzig. Ja. Es hat so einen leichten herben Unterbau. So eine ganz sanfte Kaffeenote. Kann auch am Rucola liegen, der mir gerade aus dem Backenzahn geflutscht ist. Feinperlig. Ich habe Angst gehabt, dass es so eine Vitamalz-Variante wäre. Vitamalz ist ja die Königin der Süßgetränke sozusagen im Malzbier-Segment. Aber das hier ist durchaus ein bisschen reduzierter. Verdammt. So der kleine Teufel in mir hat jetzt ja gehofft, dass das wirklich so, wo ich sage, ich warne euch. Auf keinen Fall das Knabemalz. Aber ist nicht schlecht. Es schmeckt wirklich nicht übel. Hast du gut gemacht. Ist nicht schlecht. Vielleicht hast du es selber abgeschmeckt. Ich kenne die Geschichte dahinter nicht. Aber das kann man trinken. Wenn man Malzbier mag, ist das auf jeden Fall ein Versuch wert. Respekt. Was soll ich machen, Johanna? Du musst ein bisschen lauter reden. Ich einmal Abmord und den Sack zumachen. Wo steht er denn? Das ist der berühmte Humor hier bei Rocket Beans. Danke, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit. Mir hat es einen Riesenspaß gemacht. Ich bin auch einigermaßen satt. Vielen, vielen Dank, dass ihr hier seid.
Bleibt noch ein bisschen, habt weiterhin eine schöne Messe. Bei uns geht's gleich weiter. Natürlich mit der Recap-Show. Ich richte mein Mikrofon und freue mich, euch alle wiederzusehen. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Löffelmesser Gäbel. Die Angst ist mit.